Nach einem Jahr Pause gab es für die internationalen Radprofis wieder die Möglichkeit, sich in Braunau bei einem Kriterium und beim Straßenrennen in Ranshofen zu messen. Ja, die 18. internationalen Radsporttage finden heuer wieder statt und das ist einfach für Braunau eine tolle Geschichte, weil es aus den sportlichen Veranstaltungskalender nicht mehr wegzudenken, die Radsporttage. Und ich möchte mich recht herzlich beim Erwin Hörtl und seinem Team bedanken, dass sie sich wirklich wieder die Arbeit da haben und das zu Wege gebracht haben, weil ich weiß, was Vorbereitungsarbeit dahinter steckt. Wir hatten heuer Gott sei Dank zum 18. Mal die internationalen Braunauer Radsporttage durchführen können. Gott sei Dank aus dem Grund, weil vergangenes Jahr hat uns ja die Feuerwehr unter Anführungszeichen in den Stich lassen müssen mit den Absperrmaßnahmen. Und heuer war es so, dass uns die Triathleten vom ATSV Triathlon Club Braunau mit bei den Absperrmaßnahmen unterstützt haben und somit haben wir nicht nur am Samstag, sondern auch am Sonntag das Rennen durchführen können. Beim Kriterium in der Braunauer Innenstadt konnten erstmals auch Hobbyfahrer an den Start gehen. Doch diese Möglichkeit wurde nur von wenigen Fahrerinnen und Fahrern genutzt. Ja, das ist immer so. Nicht? Am Anfang wird unter Anführungszeichen gejammert, dass man kein Hobbyrennen macht. Dann macht man eines, dann dürften doch der eine oder andere einen Rückzieher machen und nicht mehr so interessiert sein an denen. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, wir hatten 3 Personen genannt und es sind aber dann im Endeffekt 12 Personen geworden. Und anscheinend ist die Resonanz sehr gut, was ich gehört habe, sodass man sollte es nächstes Jahr die internationalen Braunauer Radsporttage um den Preis der Firma Borbet Austria geben, dass wir sicherlich das Hobbyrennen auch wieder machen werden. Und während die Hobbyfahrer ihre 15 Runden absolvierten, bereiteten sich die Profiteams auf ihr Rennen vor. In der Hobbyklasse siegte Till Ballendat vom Braunauer Team Storm Bike and Run. Danach folgte der Veranstaltungshöhepunkt, das top besetzte Hauptrennen. Fast alle Mannschaften der österreichischen Radbundesliga sowie Teams aus Deutschland, Ungarn und Tschechien waren am Start des Elite- und U23-Rennens. Ja, in Oberösterreich Rennen für uns, das hat Priorität 1. Also wir sind zwar nicht in vollzähliger Mannschaftsstärke da, weil 2 Leute sind bei der WM und 2 sind verletzt. Jetzt haben wir mit 7 Starter am Start. Wir nehmen das sehr ernst, wir wollen da gewinnen. Und wie gesagt, als oberösterreichische Mannschaft in Oberösterreich zu fahren, ist für mich selbstverständlich. Insgesamt 65 Radathleten nahmen die 30 Runden zu je 1,5 Kilometer, also insgesamt 45 Kilometer in Angriff. Der Start wurde neutralisiert durchgeführt, da schon nach wenigen Metern mit dem Stadttorturm eine gefährliche Engstelle wartete. Aufgrund der zahlreichen Rundenprämien wurde der Rundenschnitt sehr hoch gehalten. In manchen Runden lag dieser sogar bei über 55 km/h. Der Gesamtschnitt betrug schließlich 49,8. Ab der 5. Runde teilte sich das Feld. Zur Halbzeit befanden sich die Verfolger 1,23 hinter der Spitze. Die Rundenzeiten lagen bei 1,47 und so kam es, wie es kommen musste. In der 16. Runde wurde zum ersten Mal überrundet. Die Führung wechselte ständig zwischen Michael Trettwer, Tobias Erler, Jonas Schmeiser, Maximilian Kuhn, Sebastian Schönberger und Gian Friesecke. Michael Trettwer führte die Spitze in die letzte Runde. Im Sprint setzt sich dann aber der deutsche Jonas Schmeiser vom RSC Kempten Lightweight Test Team vor Daniel Auer von Felbermayr und Timon Loderer von WSA Greenlife durch. Es ist super gelaufen. Ich muss mich bei meinem Teamkollegen Tobi Erler bedanken, der uns einfach sensationell den Sprint angefahren hat. Und wir haben halt zwischendurch auch bei den Prämien uns ganz gut zeigen können. Und ich glaube, es war eine ganz gute Vorbelastung für heute. Daniel Auer konnte sich damit auch den oberösterreichischen Landesmeistertitel sichern. Silber ging an seinen Teamkollegen Lukas Schlemmer, Bronze holte sich Andreas Walzl vom Hrinkov Advarik Cycling Team.
Die Form lässt schon etwas nach. Ist nur mehr eine Woche bis zum Saisonschluss. Und ja, mit dem zweiten Platz bin ich super zufrieden. Die deutschen Freunde sind die Kriteriumspezialisten, die sind ein bisschen flotter um die Kurve und da ich keine Chance gehabt hätte. Kollege Schmeisser, kennen wir mittlerweile aus Deutschland. Wir waren vorige Woche bei zwei Kriterien in Deutschland. Da war er eigentlich schon unschlagbar. Wir haben gewusst, wenn er da ist, wird er schwierig zu schlagen. Dadurch zweiter Platz eigentlich für uns optimales Ergebnis. Am zweiten Tag der Braunauer Radsporttage stand das Straßenrennen in Ranshofen auf dem Programm. Die österreichischen Bundesliga-Teams waren neben den Teams aus Deutschland, Ungarn und Tschechien auch am Schlossberg in Ranshofen wieder fast vollzählig am Start. Ja, es freut uns erstens einmal, dass das Rennen wieder stattfindet. Es war damals so, ist aktiver Fahrer eines meiner Lieblingsrennen. Ich habe das auch gewinnen können, Braunau und Ranshofen. Gestern ist leider nicht ganz nach Wunsch verlaufen für uns. Aber ich denke, heute ist ein Kurs, was uns sicher entgegenkommt. Wir haben extrem gute, erfahrene Fahrer. Der Kurs ist sehr technisch, sehr belgisch. Das gefällt uns extrem gut und wir werden halt sicher auf Sieg fahren. Ja, wie gesagt, wir haben die Einstellung, dass wir, wenn wir am Start gehen, um einen Sieg mitfahren möchten. Wie gesagt, die Konkurrenz ist stark und wir versuchen natürlich unser Bestes zu geben. Und sollte es am Ende des Tages für einen Sieg reichen, sind wir alle mehr als wie happy. Pünktlich um 9 Uhr bei frischen 9 Grad starteten die 71 Fahrer auf den 10,8 Kilometer langen Rundkurs. Dieser musste 12 Mal gefahren werden, was einer Gesamtdistanz von 130 Kilometern entspricht. Bereits in der ersten Runde setzte sich eine achtköpfige Gruppe um über eine halbe Minute ab. Patrick Jäger vom Team Vorarlberg, Jonas Schmeiser, Lukas Reckendorfer vom Team Feldbinder, dazu Timo Loderer von WSA Greenlife, Markus Eibecker vom Team Felbermeier, Daniel Knapp vom Raiffeisenrad-Team Tirol und Dennis Paulus vom Team Krinkhoff. Im Morgennebel nahmen zwei weitere Fahrer die Verfolgung auf, Gian Friesecke und Daniel Reiter, wobei Reiter bald den Anschluss verlor. Friesecke gesellte sich dafür kurz nach der Durchfahrt in Ranshofen zur Spitzengruppe. Der Abstand zum Feld betrug hier 39 Sekunden, wuchs nun jedoch mit jeder Runde an. So lagen nach der sechsten Durchfahrt zwischen der 9-Mann-Spitzengruppe und dem Feld genau 3 Minuten 20. Da jede Mannschaft mindestens einen Fahrer in der Spitze hatte, bestand kein Bedarf, das Tempo zu erhöhen. Die Lücke vergrößerte sich also auf 4 Minuten 43 Sekunden. Die Strecke ist flach, es gibt nur einen 250 Meter langen Anstieg zur Zieldurchfahrt am Schlossberg. Die Absicherung des Parcours durch den Veranstalter ist vorbildlich. Nach knapp 100 Kilometern attackierten Jonas Schmeiser und Patrick Jäger. Sie setzten sich nun ab. 47 Sekunden betrug ihr Vorsprung am Ende der 9. Runde. Die beiden vergrößerten mit einem Schnitt von knapp 44 km/h den Abstand auf die Verfolger bis zur letzten Durchfahrt sogar auf 3 Minuten 10. Das Feld
lag weitere 2 Minuten 30 dahinter. Jonas Schmeiser konnte sich im Finale auf den letzten Kilometern absetzen. Nach einer Gesamtfahrzeit von 2 Stunden 57 Minuten und 55 Sekunden erreicht der 30-jährige Deutsche das Ziel. Er gewinnt 10 Sekunden vor dem Vorarlberger Patrick Jäger. Der Sprinter Verfolger und damit Platz 3 geht an Gian Friesecke, ebenfalls an das Team Vorarlberg. Sein Rückstand 3,45. Wir haben, unsere Taktik war, dass wir halt gleich am Anfang mit dabei sind, wenn die Gruppe geht, was hier ja laut Aussagen von den Fahrern, die hier schon öfter gefahren sind, eigentlich meistens gleich im ersten Renndrittel passiert. Und die Gruppe, die entscheidende, die hat sich ja gleich in der ersten Runde gebildet und da war ich halt dabei und dann war das eigentlich schon die Vorentscheidung. Und dann ist so 4 Runden vor Schluss die Gruppe immer unhomogener und uneiniger geworden und dann sind 2-3 Attacken gegangen und dann habe ich nochmal eine Attacke verlängert und dann war ich zusammen mit Patrick weg. Wir haben ganz gut harmoniert und nach der Abfahrt, in der letzten Runde, also nach der Abfahrt, habe ich dann attackiert und konnte meinen Vorsprung dann ins Ziel fahren. Ja, die Beine waren heute eigentlich ein bisschen müde, wir sind heuer schon, also die, wo ich ja 3 Rennen in Belgien gefahren, dann gestern ins Kriterium. Eine kurze Nacht mit dem frühen Start, aber wir sind taktisch gut gefahren, waren mit 2 Mann in der ersten Gruppe und dann wusste man, irgendwann werden wir einen vorne haben und das war zum Glück heute und ich bin zufrieden mit dem 2. Platz. 67 der 71 gestarteten Fahrer kamen in die Wertung, der Rundenschnitt lag bei 43,8 km/h. Die 18. Internationalen Braunauer Radsporttage sind damit Geschichte und laut Veranstalter Erwin Hörtl wird es auch eine 19. Auflage geben.